Gérard Depardieu ist erst seit kurzem Russe, doch das mit offenbar tiefer Überzeugung. Der frisch eingebürgerte Schauspieler gibt sich prompt als Experte für russische Innenpolitik. In einem Interview mit dem Staatsfernsehen lobte er seinen persönlichen Freund Wladimir Putin. In ganz Russland gäbe es einfach keine Alternative für ihn. Die russische Opposition hat kein Programm, nichts. Es gibt dort zwar intelligente Leute wie den ehemaligen Schachweltmeister Kasparow, aber was für Schach gut ist, taugt nicht für Politik. Schauspieler hingegen taugen offenbar qua Eingebung fürs politische Geschäft. Rolle und Realität vermischen sich dabei mitunter. Immerhin verkörpert Depardieu demnächst in einem Spielfilm den französischen beinahe Präsidentschaftskandidaten Dominique Strauss-Kahn. Für seine ehemaligen Landsleute hat Depardieu anscheinend nur noch wenig übrig. Nach der offiziellen Sendung äußerte sich der selbsternannte Politexperte noch zur Verurteilung von Mitgliedern der Punkband Pussy Riot so. Die Franzosen kritisieren einfach gern. Nehmen Sie zum Beispiel Pussy Riot. Stellen Sie sich vor, diese Mädchen wären zum Beispiel in eine Moschee gegangen. Sie wären da nicht mehr lebend rausgekommen. Die Franzosen mögen es einfach zu kläffen. Wladimir Putin darf sich freuen. In Depardieu hat er einen begeisterten Botschafter seiner Agenda gefunden.